So, eine neue Folge und weiter geht es mit Fahren. Ich weiß nur noch nicht wohin. Schlafen wäre auch geil. Beim Fahren? Ja. Beim Fahren, genau. Wie, hast du keinen Autopiloten? Nee. Wo habe ich denn hier die nächste Schlafmöglichkeit? In Frankfurt am Main, wo ich noch gar nicht war. Sieh an, sieh an. Dann fahre ich erstmal nach Frankfurt am Main. Oh, und ich fahre erstmal in die falsche Richtung. Ich wende einfach mal hier mitten auf der Straße. Wird schon keiner was sagen. Hab ja Warnblink an. So. So? Machen wir mal eine kleine Fahrpause. Mhm. Du selbst oder willst dich nur schlafen legen? Beides. Ah. Na, fantastisch. Ich frage mich, ob das irgendwann mal aufhört hier. Was denn? Wenn man so Nachrichten liest, gerade schon wieder, habe ich wieder keine Lust mehr weiterzulesen. Terrorattacke bei Fußballspielen bei im Irak. Mm. Der nächste Selbstmordattentäter. Ich kann das nicht verstehen. Nee, ich auch nicht. Marc Terenzi gesteht, ich trank 2 Flaschen Wodka jeden Abend. Wer ist Marc Terenzi? Den Namen habe ich schon mal gehört. Von Sarah Connor, der Ex-Mann. Ach, ja, ja, der, genau. Oh, das ist aber eine ganze Menge, 2 Flaschen Wodka. Nicht schlecht. Ach, er darf das, aber wenn ich das mache, ist das wieder moralisch verwerflich. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich glaube aber nicht, dass du 2 Flaschen Wodka am Abend trinkst. Weil, puh. Einkommen von Melanie Kuh mit 11.000, wenn ich gerade richtig gelesen habe. Ah ja, ich habe jetzt 21.000 Euro. Na siehste. Sie hat Geld nach Hause gebracht. Na siehste. Die Gute. Ich mag Melanie Kuh. Das schreit doch nach einer Belohnung. Na, die muss es sich erstmal trotzdem verdienen. So, was haben wir hier? Was wünscht euch für die Zukunft von SWTOR? Keine Ahnung. Ich mache gerade nur Scheiße auf der Straße. Ich war jetzt gerade der Meinung, vor der Ampel noch mal mitten auf der Straße zu wenden. Und dann habe ich mir beim Wenden gedacht, ach nee, wendest du doch nicht, wendest du wieder zur Ampel hin? Weil ich mich jetzt nicht zwischen den Firmen entscheiden konnte, wo ich hin will. Hm. Muss eine Münze werfen. Wenn du so unentschlossen bist. Na, ich schaue jetzt einfach mal bei der Einfirma nach. Wenn es doch grün wird. Ah, jetzt. Und ich sollte Licht anschalten, bevor ich hier wieder ein Knöllchen bekomme. Hm. Hm. Klingt schon unglücklich. Nee, ja. Nee, das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir nicht antun. Was denn? Nee, das kann ich dir nicht antun. Ist dir ein Fingernagel abgebrochen? Nö. Nö, nö. Ich fürchte, ich habe leider keine Rose für dich, würde Heidi sagen. Keine Rose? Denkst du, was meint denn der? Ja, das, genau das denke ich mir auch. Also hier steht auf jeden Fall als Schlagzeile, der Euro-Jackpot ist geknackt. Aber steht nicht da an wen? Ja, es steht eine Richtung da. Nicht Berlin? Nein, nicht Berlin. Hm. In? Bei mir. Bei dir? Mir.
NRW. Hätte ich mal besser gespielt. Ich habe aber trotzdem noch Hoffnung, dass vielleicht habe ich ja ein bisschen was abstauben können, wenigstens. Der Gewinn von knapp 76,8 Millionen Euro geht nach Nordrhein-Westfalen. Jetzt noch. Mist, es ärgert mich. Ja, aber doch nicht die kompletten, der komplette Betrag. Oder? Nee. Es kommt drauf an, wie viele Richtige du hast. Also beim vorletzten Mal, wo ich gespielt habe, habe ich auch was gewonnen. 14 Euro oder so. Und ein bisschen Erfahrung. Nee, ich mach mal sowas. Prinzipiell nicht mehr. Ich habe eh kein Glück. Eigentlich heißt es immer Glück in der Liebe, Glück im Spiel. Nee, Glück in der Liebe, Pech im Spiel. Aber irgendwie... Oder umgekehrt. Genau. Ich bin in beiden ein Loser. Ich finde lieber Geld. Darin bin ich gut. Lufthansa will 2000 Jobs streichen. Schön. Ja, und mein Freund macht auch wieder Schlagzeilen. Der werte Herr Trump ist mein absoluter Lieblingsfreund. Aha. Warum? Weil ich den Typ nicht leiden kann. Den Donald? Wenn ich schon diese komische Frisur von dem sehe, siebenmal in verschiedene Richtungen gekämmt. Das ist doch eh ein Toupet, oder? Weiß ich nicht. Na, also wenn der als Präsident gewählt wird, na wunderbar. Schöner als der ist eigentlich nur der unser Freund, der Kim Jong aus Nordkorea. Der ist richtig schön. Ne, findest du da auch? Muss ich passen, weiß ich nicht, wie er aussieht. Ich habe gerade jemanden bei WhatsApp geschrieben, der hat sich nämlich 5 Lose gekauft. Du darfst keine WhatsApps am Steuer schreiben. Das hast du richtig erkannt und wenn du das Video dann später auch siehst, dann hast du es auch richtig gesehen, dass das nichts bringt. Weil ich gleich 2 Unfälle gemacht hatte. Wärst du einfach mal rechts rangefahren. Ja, aber ich wollte es ja eigentlich heimlich machen. Ist mir aber nicht gelungen. Dann sind ja meistens immer die Momente, wenn ich still bin und hin und her eier, als hätte ich gesoffen. Dann merkt man so, oh, die ist abgelenkt, die guckt gar nicht hin, was sie macht. Oder sie schläft gerade. Aha, einen Sekundenschlaf. Genau. Ist mir auf Arbeit schon mal passiert. Und zack, da ging der Kopf nach unten. Dann habe ich mich so doll erschrocken, weil der Kopf natürlich richtig mit Schwung und Schmackes nach unten geht, dass ich davon munter geworden bin und zack, war der Kopf wieder oben. Ganz gefährlich. Aber die sind das ja auch gewohnt, dass ich auf Arbeit schlafe. Das war mal eine Zeit lang, ich weiß gar nicht warum, da war ich extremst müde. Und da habe ich mich dann immer in der Mittagspause und teilweise auch schon in der Frühstückspause einfach so Kopf auf den Tisch und dann bin ich da in Tiefschlaf eingesackt. Nee, könnte ich nicht. Kann ich. Wenn ich müde bin, kannst du alles mit mir machen. Dann kannst du mir sogar dann in dem den Stuhl unterm Arsch wegklauen. Das würde ich nicht mitbekommen. Ja, das würde ich gerne können. Ich habe ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt, keine Ahnung, Bus, also so, irgendwo hin, Reisebus oder mit der Bahn, geht nicht. Sofort, geht nicht. Sofort. Selbst mit so einem komischen, wie heißen die, Nackenhörnchen, diese Stützen, keine Chance. Keine Chance. Also gerade bei Auto, Bus, LKW, Zug, was auch immer, das ist ja für mich wie so eine Wiege. Das schunkelt so ein bisschen monoton vor sich hin. Keine 5 Minuten. Du kannst Wetten abschließen. Keine 5 Minuten und ich bin im Schlaf.
wenn nicht gerade jemand mit 210 auf der Autobahn gerade hängt oder so, aber ansonsten. Ja, das machen Busse eigentlich eher weniger. Ja. Ah, ich habe sowieso einen guten Schlaf. Da beneiden mich manche drum. Also ich lege mich auch hin und bin dann auch wirklich innerhalb von 10 Minuten eingeschlafen und dann auch gleich richtig tief und fest. Also wie Knüppel auf dem Kopf. Hm. Das wäre schön. Hm. Ich kann super gut. Also dann kann es auch laut um mich rundherum sein oder was auch immer. Ich kann trotzdem schlafen. Wenn ich müde bin, bin ich ja müde. Nobach werden darf ich nicht zwischendurch. Das ist dann schlimm. Das ist dann schlimm, kannst du nicht mehr einschlafen, ne? Wenn Pippi einmal wach ist, ist sie wach. Und Pippis Körper ist das dann auch völlig egal, wie spät es dann ist. Ob es dann 0 Uhr ist, ob es 2 Uhr ist oder ob es 4 Uhr ist. Der Körper ist der Meinung, dass die Augen aufschnäpsen wie so ein keine Ahnung was. Und dann Bäume ausreißen am besten. Am besten gleich hier volle Kraft ab in den Wald und dann 5 Stunden Holz hacken oder sowas, keine Ahnung. Erst dann, also ich muss wirklich irgendwas Kräftiges gemacht haben, damit ich mich dann vom Energielevel her wieder runterfahren kann, um einschlafen zu können. Aber einschlafen kann ich gut, wenn ich dann müde bin. Nur mich müde werden oder mich müde zu bekommen, das ist dann die Kunst. Naja, 5 Stunden Holzhacken dürfte schon reichen. Ja, das klappt. Und es gab dann auch einfach Zeiten, ich bin dann einfach ins Sportstudio gegangen. Dann ist es halt früh um 3, na und? Bin ich da halt alleine mit der Putzmann oder mit der Putzfrau oder dem Putzmann so rum. Stört mich auch nicht. Kannst du aber nur am Wochenende machen, wenn du nicht arbeiten musst. Na, das ist klar. So, ich sammle weiter Tickets. Mhm. Motorenfehlfunktion. Umgehend Werkstatt auch so. Das fängt ja schon mal gut an. Da vorne ist einer. Schaffen wir das noch? Kann man bei der Bank eigentlich auch den Kredit komplett zurückzahlen? Boah, keine Ahnung. Kann sein, also weiß ich nicht. Müsste gerne nachher mal nachschauen. Ich habe mir übrigens Shogi geholt. Falls es auffallen sollte, dass ich irgendwas esse. Ja. Luftschokolade. Ich liebe Luftschokolade. Also ich bin ja mehr so der Lutscher. Pöpi ist ein Lutscher. Ich lutsche das immer so ein bisschen an und dann kaue ich es, aber... Na, Schokolade an sich lutsche ich eigentlich komplett durch. Ich finde das so lecker. Es sei denn, es sind Bonbons, die kaue ich. Macht überhaupt keinen Sinn, ich weiß. Nimm 2 zum Beispiel. Die lutsche ich an. Da ist ja eine Füllung drin, eine leckere. Genau, ja. Ich dachte, die lutsche ich an. Und dann beiß ich rein. Aber ja, Luftschokolade kenne ich nicht. Nee? Oder kenne ich Luftschokolade? Nein, ich glaube nicht. Milka Luflé zum Beispiel ist typisch dafür.
Oder ich kaufe die Billig-Variante quasi davon. Aero, oder wie man das ausspricht. A-E-R-O. Keine Ahnung. Sieht letzten Endes, ist es einfach nur eine Vollmilchschokolade, die ein bisschen höher ist, weil die ganz viele Löcher in drinne hat. Dann ist das ja eine Mogelpackung. Kostet wahrscheinlich dasselbe und ist quasi, wie Mousse, nur halt als hart. Macht auch geschmacklich gar keinen Unterschied. Also finde ich zumindest. Es ist einfach nur fluffiger. Genau, ist einfach nur von der Konsistenz her. Im Lutschen zumindest. Wenn du es kaust, merkst du, glaube ich, nicht großartig einen Unterschied. Na, fahr jetzt. Komm. Hopp, hopp. Du weißt zufälligerweise nicht, ob ich mein Licht, was ich habe, höher schalten kann. Es gibt ja L für Licht und K für Fernlicht. Aber wenn ich das normale L-Licht habe, zeigt es jetzt runter zur Straße. Ich würde es gerne via einen Drehregler, wie es im realen Leben gibt, es einfach nur ein Stück höher drehen wollen. So, was haben wir denn hier? Aus. Man kann hier irgendwie. Ja, also du kannst das Armaturenbrett, die Beleuchtung, kannst du halt dimmen. Ja, das weiß ich auch. Ansonsten ist ja eigentlich nichts. Standlicht, Abblendlicht. Ja. Nö, sieht nicht so aus. Die Spieleentwickler sollten sich unbedingt meine Let's Plays angucken. Da kamen schon manchmal so manche Vorschläge, was sie noch an Updates reinschmeißen können. Ja, Mensch. Hast aber recht, es fehlt eigentlich. Mich stört, dass es halt zu niedrig ist. Also mir ist an sich Fernlicht zu dolle, aber das normale Licht ist mir einfach zu tief. Es fehlt einfach nur so 1-2 Zentimeter. Wird mir da schon völlig reichen. Einfach, dass wenn es stockdunkel ist und keine Straßenlaternen, dass ich ein bisschen mehr von der Straße sehe. Und ich würde es voll geckig finden, wenn auf Landstraßen hin und wieder mal so ein paar Rehe die Straße überqueren würden oder Wildschweine. Ja. Total. Vor allem, da fährt mir gerade so ein Heinz, fährt mir gerade rein und ich krieg die Strafe schon wieder. Was habe ich dem getan? Ja, aber ich finde es halt realistisch. So bei Landstraßen, in Waldgegenden. Also, liebe Spieleentwickler, wenn ihr zuschaut, die Pippi wünscht sich gerne realistische Wildunfälle. Genau, mit Blut auf der Scheibe und so. Ja, einfach nur so ein bisschen. Man sieht zwar Heißluftballons am Himmel oder mal ein Flugzeug, aber Vögel zum Beispiel habe ich noch keine gesehen oder halt, wie gesagt, auf den Landstraßen Wildtiere. Sie müssen ja noch nicht mal auf der Straße sein. Reicht ja manchmal auch zu, wenn man einfach sagt, oh, guck mal da, ein Reh oder ein Hase, ein Fuchs. Ja, da hast du eigentlich recht mit. Ich weiß. Also Änderungsvorschläge einreichen. Verbesserungsvorschläge eher, glaube ich. Und Hagel. Und zum Beispiel beim Regen ist mir auch aufgefallen, der Regen ist irgendwie immer konstant. Er ist da, er kommt erst, weiß nicht, keine Ahnung, eine halbe Minute mit ein paar Tropfen und dann schüttet's und dann hört er einfach auf. Es gibt keinen Sprühregen, es gibt kein Nieseln. Also von der Intensität des Regens, der ist immer gleich oder die ist immer gleich.
Oder hast du da schon mal irgendwas anderes festgestellt? Nee. Jetzt verlangst du aber eine ganze Menge. Das sind ja nur so Gedankengänge. Es gibt übrigens, wenn du hier so auf Wild stehst, ne? Es gibt, glaube ich, einen Ziegensimulator. Habe ich, glaube ich, irgendwo mal gesehen. Code oder sowas hieß der. Ja, genau. Habe ich schon gespielt. Echt? Das Video, das musst du dir anschauen. Ich habe fast ein Gesicht vor Lachen. Ja, glaube ich, eine Stunde oder so habe ich das mal gespielt gehabt. Ging gar nicht. Ich konnte nicht mehr vor Lachen. Also man spielt eine Ziege, ja? Ja, du bist eine Ziege. Hm. Mit der du sämtliche Dummheiten machen kannst. Ach, das ist wahrscheinlich mehr so ein Stressabbauspiel. Wahrscheinlich. Also bei mir war es eher so ein Bauchmuskelaufbauspiel. Ja, dann muss ich mir das mal angucken. Ich weiß gar nicht, glaube ich, mittlerweile 2 Jahre her, wo ich das gespielt habe oder so. Naja, auf so eine Idee muss man erstmal kommen, ne? Ja, also die Entwickler müssen mächtig gekifft haben, glaube ich. Ja, wollte gerade sagen, da war viel Alkohol und viel Dope im Spiel. Ohne weiteres hat man doch nicht solche Gedanken. Ja, aber das gilt ja auch, wenn das mal so Serien wie South Park oder so. Oh ja. Das geht auch nicht mit rechten Dingen zu, eigentlich. Das stimmt. Kennst du Bernd das Brot? Ja. Den mag ich. Den mag ich sogar. Die gucke ich manchmal zum Einschlafen, wenn ich nicht schlafen kann. Der läuft ja irgendwie auf Kika, glaube ich, in Dauerschleife nachts. Wollte ich fragen, gibt es den denn überhaupt noch? Mhm. Ich meine, Kika ist das. Ich habe den als Plüschfigur bei meinen Eltern in meinem alten Kinderzimmer am Fenster bamseln. Bernd das Brot. Sensationell. Jawohl. Ich finde das sensationell, dass ich immer noch mein Kinderzimmer habe. Das ist schon der Wahnsinn. Das sieht fast genau noch so aus, wie ich ausgezogen bin damals vor, keine Ahnung, gefühlten 100 Jahren. Das ist ein bisschen erschreckend manchmal noch. Und lass mich raten, es ist bestimmt pink. Nein. Oh. Es ist grün. Es klingt total bescheuert, aber ich hatte grüne Möbel gehabt. Und also jeder, glaube ich, denkt sich so, grüne Möbel? Aber das sah irgendwie gar nicht so verkehrt aus, muss ich sagen. Es hat irgendwie, es war kein ätzendes Grün, es war so ein angenehmes. Mintgrün. Nee, so ein relativ dunkles. Aber halt auch nicht zu dunkel. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich finde jetzt hier im Spiel aber auch keine Farbe, die dem ähnelt. Und wenn, dann würde dir das ja auch nichts bringen, weil du siehst es ja gerade nicht. Sehr seltsam hier alles. Ja. Na, ob das vom Einparken reicht, was ich hier mache? Hm. Ja! Geil! Oh. Auf Anhieb oder wie? Auf Anhieb. Ja, siehst du mal. Pippi, das Einparkgenie. Boah. Das war jetzt aber sowas von Zufall. Oh. Sag das nicht. Meine Buttermilch ist alle. Oh. Aber Gott sei Dank haben morgen die Geschäfte auf. Das ist bestimmt wieder lustig morgen. Wenn man einkaufen geht. Oh ja, mega voll sicherlich. 2 Tage zu und die Leute denken, oh, der Weltuntergang naht. Ja. Decken wir uns besser mal ein.
Ich liebe eigentlich ansonsten einkaufen. Aber ich habe seit dem letzten Monat, ich glaube, der 26. war das, habe ich nicht mehr großartig eingekauft. Nur so, ich gehe jetzt mal rein und kaufe mir 4 Bananen für die nächsten 4 Tage. Oder, oh, mein Bier ist alle. Ich brauche Bier. Aber so richtig was Vorteilhaftes habe ich eigentlich, oder Nahrhaftes, habe ich irgendwie lange Doch, nicht mehr Bier. gekauft. Ja, aber Bier ist jetzt für mich nicht, also ist für mich sowas von ungesund. Also gerade bei Leuten, die mich eigentlich kennen, die wissen ja, dass ich sehr streng in meiner Ernährung bin. Und halt immer ständig aufpasse, was ich esse, wie viel ich esse und so weiter und so fort. Ist erschreckend. Naja, es klingt halt eher gesund. Na, Wenn da die Schoki nicht wäre, ne? wenn da die Schoki nicht wäre, genau. Fein Zinssatz 20% bei der Bank. Alter. Ah, man kann auch mit einmal zurückzahlen. Glaube ich zumindest. Also bei mir ist es grau unterlegt, weil ich natürlich das Geld nicht habe. Aber gut zu wissen. Ja, wie viel fehlt dir noch? 20.000. Geht doch.